So, weiter geht's. Wunderbar. Wir haben einen Floor. Hier könnte ich jetzt den Air Tower zusammenbasteln. Die Stelle gefällt mir aber nicht. Ich hätte dann den, den und den. Deswegen interessiert mich der nicht. Zumal ich hier ein Flawless Opal habe für ein paar Reiber und ein Flawless Diamond für ein Black Opal. Ganz klare Priorität hat bei mir der Black Opal. Ich muss aber jetzt überlegen, die Stellen gefallen mir nicht. Der hier ist nicht gut. Der Black Opal sollte schon hier irgendwo sein. Und darum nehme ich dann halt doch den Opal Flawless, weil ich hier für den Paraiba, der ist perfekt in der Mitte, das heißt, ich kann außen die Steine sammeln, die ich für den Paraiba brauche, weil ich später den umwandle und die werden dann hier weggechippt und vereinigen sich in dem Tower und dann habe ich hier außen keine nutzlosen Steine rumstehen. Also, wie gesagt, wenn ihr diese Bauweise verfolgt, immer Ecke an Ecke, kann nichts schief gehen. Ihr müsst halt nur darauf achten. Aus Erfahrung weiß ich ganz genau, wo ich hier diese äußere Kante hinsetzen muss. Ihr seht ja, dass das eins versetzt ist, damit, wenn ich hier mal rangehe, ihr seht ja diesen grünen Weg, den die Einheiten, die Creeps immer entlang laufen. Dafür ist diese Diagonale eins versetzt zu dieser Diagonale. Und das könnt ihr dann hier genau sehen, dass dieser Stein direkt an der Wand grenzt. Also, und dann direkt die Diagonale weitergeht. Der hier ist aber um 1 versetzt. So, und daran seht ihr, dass halt die Diagonale etwas versetzt ist. So, eigentlich würde ich jetzt beide Steine abreißen, um die Mates zu öffnen, da ich hier den sechsten Punkt eingeschlossen habe. Kann aber nur einen abreißen, wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass ich genug Jade nachher zusammenbekomme. Oh, jetzt habe ich mich verbaut. Macht nichts. Man kann ja zum Glück Steine wieder abreißen. Was mache ich jetzt? Das ist jetzt doof. Das sind alles Failgames. Ja, in dem Fall mache ich eine Notlösung. Und werde hier ein Combine Game machen für den Air Tower. Also, wenn nichts anderes geht, werde ich diese Stelle in den Air Tower umwandeln. So, ja, ein bisschen Grundlegendes erwähne ich dann doch noch. Sinn von der Maze ist, dass ich die Checkpoints 1, 3 und 5 innerhalb meines Systems habe und alle anderen Checkpoints außerhalb. Also der sechste zählt nicht, weil das quasi der letzte Checkpoint ist und rauslaufen müssen die Leute sowieso. Das heißt, den letzten Checkpoint kann man dann auch noch mit einschließen. So. Achso, ich habe hier haufenweise Mineralien angesammelt. Habe ich mit Absicht gemacht, da ich ja schon eine Flawless-Chance habe und auf mein Glück hoffe, dass ich Emeralds bekomme. Was jetzt nicht der Fall ist. Ich werde aber jetzt damit aufhören. Und zwar bei der fünften Stufe hat man eine 10% Flawless-Chance. Bei der sechsten Stufe ändert sich nur bei Chipped etwas und bei Normal. Also da hat man 30, 30, 30, 10. Und erst bei der nächsten Stufe hat man dann 20% Flawless-Chance. Und deswegen warte ich immer, bis ich mindestens 310 Mineralien habe. Also 140 Mineralien plus 170. 170 kostet die nächste Stufe. Damit ich sozusagen zweimal upgraden kann auf mehr Flawless-Chance. So, ich glaube, ich habe mich. Nee, ich habe mich nicht verbaut. Gut. Also, wie gesagt, upgraden, upgraden. Und wie ihr seht, ich habe jetzt eine 20, 30, 30, 20 Chance. Also 20 Chipped, 30 Floor, 30 normal, 20 Flawless. Jetzt habe ich schon eine 20% Flawless-Chance und damit auch gleichzeitig eine höhere Chance, endlich mal Jade Flawless zu bekommen, was ich nicht bekomme. So, die sammle ich auch. Die brauche ich für Dark Emeralds. Und Dark Emeralds sind die einzigen Türme, die effektiv stunnen können. Jade kann auch noch stunnen, aber nur mit 1% Chance. Die upgradeten Dark Emeralds können mit 12,5% stunnen. Und wenn man 3 Stück davon hat, dann bewegt sich der Boss hier, also mathematisch gesehen, gar nicht mehr weiter. Die Rechnung kann ich mal nachher erläutern. Werde ich jetzt noch nicht machen. Und deswegen sammle ich dann halt auch Flawless Saphire und Flawed Topazi jetzt schon mal ganz eifrig.
Ist halt eine sehr einseitige Spielweise. Ah, wunderbar. Endlich der Erste. So, jetzt gucken wir mal. Hat er am meisten Erfahrung? Ja, hat er. Das ist doch perfekt. Er wurde weggechippt, weil er ganz am Anfang bei den Einfachen noch Kills abbekommen hat. Die haben es gar nicht mehr geschafft, Kills zu machen, weil die Einheit mittlerweile zu stark sind und der Burn Tower die Kills bekommen hat. Das ist natürlich perfekt dadurch, dass ich den Stein jetzt hier wunderbar abreißen kann. So, 220. Den konnte ich jetzt genau upgraden, also fast genau. 5 Mineralien sind mehr drin gewesen. Ab jetzt gibt er mir immer den halben Wave in Mineralien. Er hat eine 5% Chance pro Schuss, mir diese Mineralien, hier, den reiße ich jetzt ab, mir die Mineralien zu geben. Aber sobald ich sie einmal bekommen habe, funktioniert das nicht mehr. So, hier, ich könnte jetzt den Air Tower endlich machen, brauche ich nicht, weil ich mittlerweile schon genug Schaden mache. Deswegen nehme ich hier den Flawed Aquamarine, den ich für meinen Paraiba brauche. So. Jetzt sammle ich wieder fleißig Mineralien in der Hoffnung, dass ich jetzt noch meinen zweiten und dritten Jade zusammenbekomme. Die Welle ist hart. Eigentlich bei Welle 24 sollte man schon den Kleinturm upgraden. Da ich aber jetzt sozusagen den Jade habe und der ordentlich Schaden macht und ich auch hier Saphir habe, der die Einheiten slowt und Emerald, der die Einheiten slowt und Jade, der die Einheiten slowt. Also wir haben jetzt schon drei Arten kennengelernt, die slowen. Und die Sache ist, derselbe Effekt stackt nur bei unterschiedlichen Gemsorten. Wie ihr seht, perfekt. Jetzt sammeln wir die Jade hier ein. So. Also wie gesagt, Emerald Slot, Saphir Slot und Jade Slot. Danach gibt es noch einen Turm, einen Topaz-Turm, den Uranium, der Slot auch. Und das sind die vier Türme, die dann auch wirklich nur slowen können. Stacken alle zusammen und ich glaube, haben Effekt von 130% oder so. Dann ist die Einheit schon ordentlich geslowt. So, ich brauche, um den Jade upzugraden, 195 Mineralien. Bin ich jetzt ganz fleißig am Sparen. So, ich weiß aus dem Kopf, den habe ich noch nicht. Brauche ich für ein Uranium. Wie gesagt, Priorität hat, dass man erstmal die Effekttürme zusammenbekommt. Uranium ist ein Slow. Gold sorgt dafür, dass man, dass die Einheit Schaden, mehr Schaden bekommt. Paraiba sorgt dafür, dass die Einheit mehr Schaden bekommt. Nachher sammle ich noch, brauche ich dann noch. Also dann natürlich hier den Black Opal. Wichtig ist beim Black Opal dann halt auch die Stelle, weil der eine riesen Reichweite hat und dann will ich den möglichst so setzen, dass er halt die ganze Zeit auf den Boss schießen kann. Ich glaube, der Mystic Black Opal ist der Turm. Ich habe jetzt hier ein Diamond und ich brauche für den Mystic Black Opal ein Flawless Diamond. Und deswegen fange ich jetzt schon mal an, hier eine günstige Stelle zu suchen, in der Hoffnung, dass ich ein Flawless Diamond oder ein Diamond bekomme. So. Diamond nehme ich jetzt nicht für ein Pink Diamond, sondern wie gesagt, Effekttürme haben bei mir Priorität. Dark Emerald brauche ich unbedingt zum Stunnen. Darum, Stelle ist auch perfekt. Ich habe dann einen in der Mitte, einen außen, die dann weggechippt werden außen. Also passt alles. Wie gesagt, ich habe immer ein Auge darauf, dass zumindest ein Gem in der Mitte ist. Beim Gold hat das jetzt nicht so toll geklappt. Aber später werde ich dann. Also ich versuche die Mates so schnell wie möglich zusammenzubasteln, damit ich, wenn ich, sobald ich mir die Perfect-Chance erarbeitet habe. Oh, ich kann den Turm hier upgraden, ich Trottel. So, hoffentlich bringt er mir noch Geld ein. Ich beobachte. Er schießt nicht mehr, verdammt. Die Einheiten, glaube ich, werden es auch nicht mehr zurückschaffen. Kommt vom Gequatsche, normalerweise bin ich aufmerksamer. Dann hätte er mir diese Runde noch Geld eingebracht. Hat er jetzt leider nicht gemacht, weil ich nicht aufmerksam genug war. Macht nichts. So, wir haben wieder haufenweise Fail Games. In dem Fall gehe ich auf den zweiten Uranium
Uranium hat, wie gesagt, einen Slow-Effekt. Und wenn ich die dann weit auseinanderbaue, also einen hierhin und den anderen dahin, dann genau wie ich vorhin die Silber anordnen wollte, hier und hier, hat der dann einen entsprechenden Slow-Effekt. Also ich werde dann genug von der Mates abdecken, um die Einheit ständig zu slowen. Darum Notlösung zweiter Uranium. So, die R-Welle schaffe ich mittlerweile mit zwei abgegradeten Yarden, auch ohne den hier abzugraden. Ich habe immer noch Hoffnung auf den dritten Yard, deswegen sammle ich die Mineralien, statt hier abzugraden. Aber ich muss aufpassen, ich habe die nur außen. Deswegen werde ich jetzt. Ah, perfekt. Also heute habe ich wirklich auch Glück, im richtigen Moment in der Mitte einzusetzen. So. Und kann ich noch einen bauen? Ja. Ja, mit den Jade, das läuft ja sehr perfekt. Ich kann den auch gleich in der Welle umwandeln. Sobald es sich die 190 hier nähert, also jetzt schon, klicke ich so, damit der sofort abgegradet wird und hier sofort Geld macht, was auch sofort geklappt hat. So, also wie gesagt, ihr habt gemerkt, wie ich hier die Schlangenlinie produziere. Man kann sich eigentlich quasi nicht verbauen. Also im Prinzip nicht, weil man hier immer so eng wie möglich baut. Und wenn man einen Stein zu eng setzt, dann macht man quasi den Weg zu. Und das sagt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier aus Versehen setze, sagt er, this gem would block the path. Und darum geht es nicht. So, die laufen jetzt hier schon, die Schlangenlinien kommen dann hier raus, um zu den Checkpoints zu kommen, und laufen dann hier wieder rein. Um halt die nächste Schlangenlinie vorzubereiten, werde ich jetzt hier einen Bereich abgrenzen. Ah, verdammt, den habe ich verbaut. Flawless Saphir, Priorität wegen, ich will ja drei Emeralds haben. So, den habe ich jetzt falsch gebaut, wird abgerissen. Eigentlich, den hier hätte ich eigentlich nicht nehmen dürfen, weil das ist nachher der Stein, den ich auch noch abreißen muss. Ja, aber das Gute an dieser Bauweise ist, man kann eigentlich überall, sage ich mal, die Schlangenlinien kombinieren. Also, wenn ich hier den Bereich nachher abgegrenzt habe, muss ich ja hier reinbauen und dafür muss ich dann einen Stein abreißen. Das werdet ihr gleich sehen. So, der wird abgerissen. 215, ich kann upgraden, mache ich auch. So, jetzt nähert sich schon der Zeitpunkt, wo ich Perfekte langsam bekomme. Und perfekt, ich habe meinen ersten Opal für den Mystic Black Opal. Jetzt fehlt mir noch ein Flawless Diamond. Jetzt bin ich schon im Zugzwang, öfter mal in der Mitte einen Stein umzuwandeln, in der Hoffnung, dass ich da ein Flawless Diamond bekomme oder ein Aquamarin. Ich würde selbst ein Aquamarin in Kauf nehmen, dass ich dann hier noch ein Felgen rumstehen habe. Wenn nur der Mystic Black Opal eine sehr gute Stellung hat. Hier, ihr seht bei 3 Jade, also ich glaube, der One Runner wird noch nicht mal den ersten Checkpoint erreichen. Oder doch, 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 schafft er gerade so. Nee, doch nicht. Hätte er den Punkt erreicht, der One Runner kostet einen pro Checkpoint, den er abläuft, ein Leben. Man hat 15 Leben Reserve.